Wusste ich auch nicht. Krass. Würde mich jetzt mal interessieren. Kann man den jetzt nur mit der Schublade verwenden? Und wenn ja, was passiert in der Vergangenheit, wenn wir da den niedrig benutzen? Das ist zwei. Dann schließe ich wieder ab. Das ist ja interessant. Oder gibt es vielleicht einfach multiple Lösungswege? Ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt ganz wilde Vermutung von mir, dass es einfach nur ein multipler Lösungsweg ist, damit du nicht irgendwie 20 Mal das Video-Ding spielen musst, okay, sondern hier ratzfatz dir auf die Axt holen kannst. Cool. Das ist ja cool. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag sowas, wenn es verschiedene Lösungsansätze gibt. Das mag ich mal ganz gerne. So. Jetzt aber hier erstmal schön rein in die Eigentumswohnung. Hat Anliegerwohnung. Kannst du günstig mieten? Ausgebauter Keller. Ist ganz gut, oder? Räumlich schon. Ja. Bisschen tief vielleicht der Keller. Aber gut, dafür ist es recht kühl. Man braucht, also man kann hier ruhig was tief kühlen. Zum Beispiel Leichen, was man so da hat halt. Immer so ein bisschen fies, weil die Tür ja von dem doofen Jack zugehalten wird. Und ja. Dann aber trotzdem. Du hast das ja schon sehr souverän gemacht. Du brauchst das Ventil, brauchst du ja gar nicht mehr, ne? Wegen der Knarre. Ich versuche jetzt wieder die Hit and Run, oder? Setz schon die böse Musik ein. Na, das ist jetzt ein bisschen. Tja. Also irgendwie wäre es guter gewesen von mir, den ersten. Ich glaube, was du vorhin vorgeschlagen hast, mit so einem Leichensack wegzuwaschen. Das sieht gerade ganz schlecht aus. Ich glaube, du musst das machen. Ich lasse dir mal das Gamepad. Ich lasse dir mal das Gamepad. Das machst du schon ganz gut. Diese Runde machst du. Du hast gerade voll verbockt. Das ist ja klar. Na gut. Die Strafrunde. Voll verbockt. Ich hoffe, deine Chefs gucken nicht zu. Die schämen sich gerade für dich. Ich traue mich nicht mehr ins Büro. Verstehe ich. Ja, tja, was mache ich denn so lange? So. Mhm. Ich versuche mal nicht übermotiviert zu sein. Und meinst du, zwei Kopfschuss würden den aber dahin raffen? Also, man kann den auf alle Fälle in Grundboden raffen mit guten Schüssen. Das habe ich aber vorhin ja auch nicht so gut gemacht. Die Sicherung. Die Sicherung. Man kann in den Grund und Boden was? Bashen. Mit der Axt oder was? Mit guten Schüssen. Also, ach so. Also man kann ihn besiegen, das ist eigentlich das, was ich denke. Aber kann man ihn auch mit der Axt besiegen oder nur mit Schüssen? Vielleicht, wenn man sich talentierter anstellt, als ich es getan habe. Die Sicherung? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Du bist so unkonzentriert. Ich will in den Keller runter. Ich will einfach nur in den Keller runter. So. Ja, du brauchst aber den Kellerschlüssel, du weißt es. Ja. Ja. So. Du hast ja diese wichtigen Capcom-Dokumente mit, ne? Die wichtigen, in alles drin steht, was man hier machen kann. Steht da auch drin, was man mit dem Puppenfinger machen kann? Steht alles drin. Boah, wie alles gemein. Boah. Aber, die nehme ich natürlich auch wieder mit zurück. Das ist ja noch schöner, wenn ich das hier einfach. Bleibst hier auch schön im Bild, bitte. Und ich muss kurz aufs Klo, wenn das okay ist für dich. Nee. Das wird jetzt hier. Mist. Es pressiert gar dringendlich. Ist nicht drin. So. So. Zack. Du willst es ohne Waffe probieren, ne? Ich glaube, ich hole mir mal den Dietrich, jetzt wo du rausgefunden hast, dass es hier ja auch einen gibt. Können wir uns ja relativ schnell eine Waffe organisieren. Ja, das gefällt mir gut. Und ich glaube, wie ich es vorhin gemacht habe, dass ich da einmal rein bin und dann gleich wieder rausgeeilt bin und er mich gar nicht getroffen hat, das war gar nicht so schlecht. Das stimmt. Und dann die Pistole. Also er kann dich ja ruhig schlagen, aber beißen darf er dich halt nicht, ne? Nee, das ist gerade mal. Ich glaube, er darf mich auch nicht schlagen. Ich bin mir sicher. Achso, das er schlagen kann er dich, glaube ich, aber erst wenn er dich so beißt, wenn er deinen Arm da in sich so reinnimmt quasi. Er beißt halt schnell und mit Freude, muss man sagen. Aber gerade eben hat er dich gar nicht gebissen. Er hat dich nur zusammengedroschen.
mein Matchplan war jetzt tatsächlich rein, Kugel holen, raus, Waffe holen, runter, ihm so einen Müllsack, Leichensack ins Gesicht hauen. Was habe ich gerade gemacht? Ich bin für Dietrich. Alles gut. Und dann ein paar gezielte Schüsse und dann haben wir das. Klingt doch. Okay. Also, easy, Plan gefällt mir. Jetzt muss der nur in Tat umgesetzt werden, sonst müssen wir wieder alles von vorne machen. Ja, das ist ja klar. So, wunderbar. Du bist der beste Schubladenaufschließer, den ich jemals gesehen habe. Angriffe abwehren hilft nichts mit der Axt, ne, bei dem Viech. So ein bisschen, aber kann man natürlich auch mal machen, einen Angriff abzuwehren. Ist auch nicht so dumm wahrscheinlich. So. Im späteren Spiel, ne? Gibt's dann nur diesen zum Beispiel diesen Günther im Keller oder gibt's da einfach auch random irgendwelche Viecher, die dauernd auftauchen? Da gibt's nicht nur Günther im Keller. Es gibt aber nur spezifische Charaktere in der Richtung, ne? Es gibt verschiedene Gegner, über die ich noch nicht so viel verraten kann. Aber treten die vermehrt auf? Also kommen die immer wieder, oder? Spiel's doch einfach bald. Ja, ich bin ja neugierig. Ich muss ja investigative Fragen stellen. Ja, klar. Also, Günther ist ein Vorgeschmack auf wer da noch so kreucht und fleucht. Oh Gott. Und allem, was da noch so kommen mag. Oh Gott. So viel Munition habe ich noch nicht, aber jetzt lass doch erstmal die Pistole holen. Also bevor ich jetzt 10 andere Sachen mache und dann beim Holen der Pistole schon erledigt. Also du willst auch die Pistole holen, alles klar. Ja, das war ja der Matchplan. Und beim zweiten Mal versperrt er dich auch nicht mehr den Weg, ne? Was hat der denn? Der muss immer die Fingernägel schneiden. Der hat ein ganz arges Problem. Das hat doch schon mal super gemacht, das war oder? Perfekt. So. So. Vielleicht kann ich den ja gleich so ein bisschen zur Treppe nehmen. Das Ding ist, wenn du rausgehst aus dem Zimmer, ist er sofort weg. Habe ich beobachtet. Achso, was haben wir da? Das Ventil. Das Ventil. Ja. Du willst zu schnell, zu viel, du brauchst das Ventil. Mercedes-Stern meine ich. Shoulder Placement. Sagst du, ob ich da echt mal anrufen morgen und eine Rechnung stellen? So, der ist ja eh abgebrochen. Das ist ein geklauter Mercedes-Stern. Auf dem Twingo geklebt. Gut, Ziel in Angriff. 6 Schuss hast du. Du hast eine Patrone irgendwo übersehen. Also wie eben 4 Schuss in die Wand neben ihm und einen in den Arm und dann. Das ist ganz gut. Ah, du hast die Kugel oben vom Dachboden nicht. Die hast du nicht genommen. Nee, aber ich versuche jetzt einfach mal. Die Tür jetzt offen, die fällt doch sicher gleich wieder. Aber der Vater macht die nur einmal zu, oder? Ja. Ich will halt nicht da hinten mit ihm unbedingt sein. Nee, solltest du auch nicht. Guck mal, der bricht ja gleich wieder durchs Regal, oder? Der kommt immer so, wie man es nicht vermutet, würde ich. Da ist er! Was machst du denn? Ich hab keine Ahnung. Jetzt gehst du doch wieder nach hinten. Ja, weil ich weiß, was ich tue. Warum? Ich weiß nicht, hatte da Lust drauf. Und, da ist die Avermedia, ist doch nicht wahr. Die Avermedia schon wieder. Genau in dem Moment, wo ich ihn quasi erledigt hätte. Schade, ja. Der Controller rammelt gerade ganz schrecklich übrigens und hat auch wild geleuchtet. Denn ich glaube, du bist gerade gestorben. Ja, das war eine sehr spannende Sequenz. Mann, das muss uns auch gelingen. Okay, wir schalten jetzt live rüber zum Ort des Geschehens, wenn wir es geschafft haben. Während wir es schaffen. So machen wir das. Während wir es schaffen. So machen wir das jetzt. Bis gleich. Ja. Ohne Axt beißt er dich doch jetzt wieder. Ja. Wie geil. Okay, jetzt nochmal hier das X. Go. Ja. Okay, erste Runde haben wir schadlos überstanden. So, das heißt. Wir müssen aber wieder rein, ne? Ich muss nochmal rein. Das ist der weniger erfreuliche Teil. Ich glaube, ich habe hier schon wieder reingeschnitten, weil ich sogar cool war mit dem Treten.
Aber kann man ihn dann jetzt nicht wieder nochmal umtreten? Guck mal, die Pampe kommt da wieder von der Decke. Heißt das nicht, dass er da irgendwo ist? Ich glaube, wenn diese schwarze Pampe dröppelt, dann kommt doch er, oder? Okay, du bist aber so hardcore, das ist einfach... Die Menschmaschine. Nicht überreagieren. Nein, 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 nein! Nein, fuck! Ah, das darf nicht wahr sein. Ich bin halt so eng da drin. Ja, der ist sofort da. Ja, der trifft dich hier sofort. Das Ganze, das trifft, schaffst du nicht. Oh, die eine Leiche ist auch abgerissen. Oh gut, dann steige ich es vielleicht nicht rein. Viel ändert sich ja jetzt nicht, außer dass du jetzt das Ventil mitnehmen musst, um die Pistole zu holen. Ansonsten... Ja, aber dieser erste... Der war eigentlich ganz gut, ne? Der war eigentlich ganz gut. Da kriege ich ihn immer... Wahrscheinlich scheitert es jetzt daran. Aber da kriege ich ihn ja immer ganz gut zu Boden. Mhm. So, ich nehme schon mal das Ventil. Mhm. So, jetzt ab zur Tür. Er hat gerade Jack gesagt. Oh, schnell, schnell, schnell. Jetzt. Hast du ihn getroffen? Ich glaube nicht. Okay, jetzt links zur Tür gucken. Oh. Durch. Aber es läuft. Es läuft. Alter. Das ist ja nicht zu souverän. Oh, warte mal. Es ist ein Junge. So. Der mir zugestellt, um dem mal vorwegzukommen mit dem Vollpreismatch. Ja, sehr gut. Boah, jetzt bin ich mal aufgeregt. Du ja nicht, du bist ja entspannt. Total. Ich strecke hier auch nur künstlich die Laufzeit des Videos. Ich hab's ja eh ein bisschen geschnitten, die Fails sind ja raus. Also, oder? Mann, wie sieht das sonst aus? Welche Fails? Ja, du musst reloaden. Und dir fehlen zwei Patronen. Sechs Kugeln, aber das ist doch schon mal alles. Ah ja, eine Patrone. So die eine Patrone schlecht. Von oben. Also mit der Axt kriegt man eine Patrone letzten Endes. Hm. Wenn ich treffe sechsmal, ist das wahrscheinlich egal. Aber du musst ja versuchen, den Kopf zu treffen. Du bist, denk dran, du spielst Shooter. Hände, an meiner Hose. Ja, du spielst Shooter nur mit Gamepad, denk dran. Aber Shooter heutzutage haben ja immer so einen Auto-Aiming-Scheiß. Ach so, mit Auto, ey. Ja, entschuldige bitte. So, Vorsicht, jetzt kommt er doch, oder? Nein, das gibt's doch nicht. Es ist einfach kein freundlicher Zeitgenosse hier. Wieder beschlossen. So, und wenn ihr das gute Ende sehen wollt, dann ladet euch doch die Demo einfach selber runter. Das geht auf jeden Fall schneller als hier. Genau. Wir könnten es aber auch dabei belassen, dass die Leute... Das kann man natürlich machen, dass die Leute... Aber dann hassen die uns natürlich alle, aber das ist nichts Ungewohntes. Wie ist denn das aus PR-Sicht lieber? Ist dir das lieber, wenn die das jetzt selber spielen und das selber rausfinden? Ich finde es zumindest nicht schlecht, weil man so einen Teaser hat. Wir haben ihn ja ein Ende gezeigt von den zwei Enden. Ist ja nicht so, dass man nichts gezeigt hat. Ja, wir sagen ja, es gibt noch ein gutes Ende. Und dafür spoilere das gerade mal, oder? Darf ich das spoilern? Inwiefern dass das gibt? Was man machen muss, um das gute Ende zu kriegen? Ja, also ich sag mal so, das Ding ist ja draußen und die Leute finden es ja raus. Du bist ja nicht fünf Tage vor Erscheinung der Demo. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich da sehr schmerzbefreit. Und vor allem, es liegt ja eigentlich auf der Hand. In Japan und in England und es liegt auf der Hand. Es liegt auf der Hand. Also, die Kunst ist, so ein Problem. Man darf sich von dem Viech einfach gar nicht treffen lassen. Sonst sag einfach, ich glaube, man darf sich von dem Viech... Ich glaube, man darf sich von dem Viech gar nicht treffen lassen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man darf sich auch nicht anbeißen lassen. Zumindest habe ich das gerade gesehen, weil immer, wenn er verwundet wurde, hat er mich neu angefangen.
Nicht mit dem Bissen oder so, sei jetzt einmal sofort angefangen. Deswegen habe ich mir so gedacht, also ich bin fast sicher, dass es so ist. Du bist da, glaube ich, auch auf einem guten Pfad. Okay, und Zielen, ich glaube, Ziel mit der PC-Version kann ich eh besser. Dann würde ich sagen, wir machen das gute Ende, dann gucken wir uns mal im Stream an mit der PC-Version, weil mit dem Gamepad, wie gesagt, so. Ja. VR ist tatsächlich auch ganz cool zum Zielen, weil man mit dem Kopf zielt. Das ist ja so, ich weiß nicht, ob du mal andere VR-Dinge schon intensiver gespielt hast mit der PlayStation VR. Zielst du ja auch, indem du alles anguckst. Mhm. Und so funktioniert Zielen in VR bei Resident Evil 7 auch. Und oh Gott. Mein Gefühl war, du hast zwar sehr viel mehr Angst in VR, aber man ist sehr schnell beim Zielen. Ja, danke. Also vielleicht musst bringen du Leute mal, doch nicht auf Ideen, Mann. Musst du es mal in VR spielen. Ich glaube, du musst das mal in VR spielen. Spiel das doch mal in VR. Raus. So. War schön. Toll. Toll. Ja, ich würde sagen, dann das gute Ende gucken wir uns dann wirklich mal im Strömchen an oder so. Ne? Nicht unbedingt VR, weil das habe ich noch nicht aufgebaut. Ich gucke mir das dann auch an. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen und ich freue mich drauf, wenn du mir dann mal das gute Ende zeigst. Verstehe. Ich habe mich auch gerade drauf gefreut, ist aber nichts geworden. Du hast dir gedacht, du machst das dir einfach und der von Capcom, der kann das mal jetzt hier. Ja, ich dachte, bei Capcom arbeiten fähige Leute, aber das scheint ja so zu sein, bis auf einen. Ja, nächstes Mal schicken wir die fähigen Leute dann. Okay. Das ist gut, wie er rot wird. Man sieht es gerade gar nicht in der Cam. Er wird gerade ganz rot. Das tut mir leid. Ich wollte doch nichts Böses sagen. Freunde, das war Resident Evil 7, der Teaser Beginning Hour in der Mitternachtsversion. Und am 24.01. sehen wir uns ja sowieso wieder. Nee, erstmal im Stream versuchen, das gute Ende zu kriegen. Und am 24. sehen wir uns wahrscheinlich ja eh wieder. Oder dann gibt's noch mehr. Oder vielleicht ein bisschen früher. Das wird. Oder vielleicht ein bisschen früher. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Habe ich gerade beim Spielen gesehen. Vielleicht ein bisschen früher. Ja, das wäre voll geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Und Matze muss jetzt leider gehen. Freundlich herausgeblieben. Tschüss.